Matthias Mayer, der Olympiasieger hier. Herzlich willkommen in Südkorea. Gut angekommen hier? Danke, ja. Bin ich sehr gut angekommen. Schönstes Wetter. Es passt gut. Traumhafte Bedingungen hier. Wie waren denn die ersten Trainingsläufe? Waren sehr gut. Also es sind harte Pisten. Ja, natürlich muss man sich ein bisschen neu einstellen auf das Ganze. Es ist ein bisschen anders, wie es jetzt bei uns im Jänner war. Die Verhältnisse sind ein bisschen anders. Es ist kälter. Von dem her ist schon ein bisschen was zum Tun. Was sind denn die größten Unterschiede jetzt zu den etablierten Weltcup-Pisten, die man doch sehr gut kennt, wo man schon oft gefahren ist, zu hier in Südkorea? Auf jeden Fall. Also ich bin jetzt das erste Mal da. Ja, es sind sehr viele Wellen. Es sind wenig Gleitstücke drinnen, bis gar keine, was normal in jeder klassischen Abfahrt drinnen ist. Und das ist der große Unterschied, glaube ich. Super-G-Training, wie war es hier in Südkorea auf dem neuen Schnee? Ja, ich muss sagen, mir gefällt es ganz gut. Die Pisten sind in einem Top-Zustand. Bis auf die Abfahrt ausschaut, weiß ich nicht genau, aber es ist die Einfahrpisten schon mal in einem super Zustand. Und ja, es macht richtig Spaß, da Ski zu fahren. Hast du auch etwas hier in Südkorea schon mitgenommen, koreanisch gegessen oder vielleicht schon ein bisschen selber koreanisch auch geplaudert mit den Leuten? Das mit dem Plaudern, das habe ich nicht so drauf, aber Essen waren wir schon und es war eigentlich sehr spannend. Sind wir zu fünft um so einen Grill gesessen und haben nicht recht gewusst, was wir jetzt da eigentlich tun sollen. Aber es war sehr lecker, es ist alles sehr, sehr scharf. Also wenn du fragst, ist es scharf? Nein, ist nicht scharf, aber die Pappen brennen schon. Ja, aber es ist sehr gut, es ist bis jetzt eigentlich alles tipptopp und kann jetzt gar nicht mehr erzählen. Dann wünschen wir uns noch, dass deine Ski beim Rennen auch noch brennen. Alles Gute und viel Erfolg. Danke, danke. Vincent Grichmer auch hier. Wie war das erste Herantasten hier in Südkorea auf dieser wunderschönen Piste? Ja, die Piste habe ich noch nicht kennenlernen dürfen. Also morgen ist es das erste Training, aber die Trainingspisten präsentiert sich sehr gut. Ja, und gefallen tut es mir auch recht gut da. Also es ist ein Wahnsinn, was die da hergestellt haben innerhalb von 2 Jahren. Die Organisation ist auch sehr gut und es gibt jetzt nichts Negatives bisher zu berichten. Es hat ja schon ein Rennen hier gegeben. Du warst damals, glaube ich, 29. Inwiefern hat sich das verändert? Du bist jetzt in Topform. Was nimmst du dir denn vor? Was ist denn dein persönliches Olympiaziel? Ja, ich bin da hergefahren wegen einer Medaille. Das ist ganz klar das Ziel. Und natürlich hat es damals nicht so funktioniert, aber jetzt bin ich in einer sehr guten Form und ich glaube, dass ich mit dieser Piste auch zurechtkommen werde. Wort noch hier zu Südkorea, zur Kultur, zum Essen. Hast du schon damit Erfahrung gemacht? Wenn ja, wie taugt dir das? Ja, sehr gut. Also wir haben 2 Tage in Seoul verbracht und da haben wir gleich mal ein paar Sachen ausprobiert. Die Scharfe ist nicht so das Meinige, aber ja, das vertrage ich schon die 2 Wochen. Scharfsätze selber dann auf die Piste, nehme ich an. Ja, hoffentlich. Routinier, wie gefällt es dir hier in Südkorea? Routinier würde ich glaube ich nicht so sagen bei Olympischen Spielen. Ich glaube fast, Mottl hat mehr Olympiastarts als ich. Deshalb bin ich eher viel mehr als Rookie. Und Routinier nur eigentlich vom Alter. Aber es ist ganz schön da. Du könntest ja im zarten Alter von 37 Jahren wahrscheinlich einer der ältesten, wenn nicht der älteste Olympiasieger werden in der Abfahrt. Spielt das ein bisschen im Hinterkopf auch mit bei dir? Ich glaube, ich kann mit meinem Alter im Moment relativ viele Altersrekorde brechen. Deshalb machen wir über das keine Gedanken. Ein Wort noch zu Südkorea. Irgendwas Besonderes hier bereits erlebt, kulinarisch oder mit der Sprache? Gibt es denn eine Geschichte, die du unseren Zusehern erzählen könntest? Und kulinarisch gibt es doch Schwierigkeiten auf der Speisekarte, das auszuwählen. Nichts Spezielles eigentlich. Man muss nur immer rauszufinden, was für eine Fleischarten. Ich glaube nur, dass es hier und der Hund auch gibt. Würdest du das essen? Keine Ahnung, wenn ich es nicht weiß.